Folgendes Programm ist für Zuseher unter 16 Jahren nicht geeignet. Sie ist da, Horvath, kein Horvath, kein Bock auf ihn, wo es sein Durst für 5 Minuten mit Weiber, da geht's ihm ganz schön los, im Großen und Ganzen ist er ganz laut. Das ist der Horvath. Was ist denn das für eine Schee? Der Hilfringer! Ah! Das ist eine Frechheit. Da sagt keiner was. Das ist ein Atom! Ein Trickser! Das ist gar nicht möglich. Und wenn es möglich war, ich bin wurscht, wie der heißt, beim Residentaritz. Das ist ein guter Haberer von mir. Den kenne ich schon ewig. Der macht mir das alles. Das ist. Man darf ja gar nicht. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, ein bisschen eine, was ein Atom überhaupt macht? Wie ist es das mit den atomaren Gipsen und der Ganze? Wann einmal der Pilz? Ja, meine Herren, wir stehen hier vor dem Grundstein einer Revolution. Glorreiche Zukunft, Acetom. Acetom, I like Acetom, der Name ist nice. Das ganze Grundstück hier wird das Kraftwerk entstehen. Aha. Ist eine Bereicherung für die ganze Region, für uns, für Sie vor allem. Eine Win-Win-Situation, nicht? I like Win-Win-Win. Win-Win-Win. You win, he win, I win, everybody win. Bin quasi der Moneymaker für Sie, nicht? Yes, sir. Wenn ich kurz erklären darf. Schauen Sie, also hier, wir haben hier diese 4 Pumpen, ja, die mit Plutonium betrieben sind. Herr Hirflinger, Atomkraftwerke sind in Österreich nicht zugelassen. Wie können Sie das rechtfertigen? Schauen Sie, es gibt immer Schlupflöcher, nicht? Es gibt immer Löcher, es gibt Löcher in den Socken, Löcher im Grenzzaun, Löcher im Gesetz. Schauen Sie, das, es ist ja kein klassisches Atomkraftwerk im herkömmlichen Sinne. Nein, es ist ein Energiefachzentrum mit angeschlossenem Flüchtlingswohnheim. Ja, und wir schaffen Arbeit. 3.856 Arbeitsplätze, ja, das muss man mir mal nachmachen, nicht? Und schauen Sie, das bisschen Plutonium, ja, das ist ein... Boah, Herr Pütz! Hab ich eh schon gehabt von den Weiber genug Pilze, brauch ich nicht. Da hilft aber kein Salm mehr auf der Null. Da kannst du was damit 5 Augen im Gesicht hängen. Die Dreckser, die. Ist ja alles wurscht. Hauptsache, wenn du das willst, dann kommst du daher. Grüß dich, guten Tag. Der Partner, der Tompo, der Grundstück ist nichts wert. Das ist ja nichts, ist ja alles wertlos. Wer würde euch deiner ziehen zu uns da? Die sagen ja schon, der hat die versächten Hurenkinder. Ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Ist sowas nicht wegen der Strahlung gefährlich für die Gesellschaft? Arbeitsplätze. Es geht um Arbeitsplätze. Haben Sie schon einmal Löhne bezahlt? Nein, Sie haben ja keine Ahnung von der Wirtschaft. Es geht um Arbeitsplätze und die schaffen wir, nicht? Ja, und diese paar Fremdlinge. Hören Sie, diese paar. Wir haben doch genug davon, nicht? Wenn da der eine oder andere vielleicht, dann ist doch kein Problem. Hören Sie, das ist. Schau, so können die wenigstens was machen. Sie dürfen nichts arbeiten. Ne? Was würden die machen ohne unseren Arbeitsplätze? Die würden einbrechen gehen, ja? Irgendeiner armen Pensionistin, die ihr Geld zusammengespart hat, vielleicht wegnehmen. Nein, diese Flüchtlinge können hier in unserem Kraftwerk etwas Gutes schaffen für unsere Herrenrasse. Also für die. Solche Atome, ja? So einer. Der geht einer, aber nur einer, hab ich gesehen, der geht da rein, oder Atmung, Luft, alles hin. Ozon ist weg. Wir haben einen Klimawandel, ich kenne mich eh aus, die Klimaschutz, der Wandel von Klimaschutz und der Baum ist auch hin und das geht nicht. Was genau ist die Tätigkeit der Flüchtlinge? Nein, natürlich nur Hilfstätigkeiten. Ne? Die Techniker kommen natürlich von den unsrigen. Ich meine, Pizzi, Technik und Flüchtling, das geht sich nicht aus. Nein, schauen Sie, es gibt viele Tätigkeiten. Die kleinen Flüchtlinge, die können die Reaktoren putzen mit ihren kleinen Händen. Ne? Die großen, die starken Flüchtlinge, die können die Brennstäbe von A nach B transportieren. Natürlich von Hand, von uns. Bei uns wird noch wirklich Hand angelegt. Nicht? Du kannst da kein Gemüse. Ja? Hast du schon mal Gemüse angebaut? Ja? Der braucht da Luft. Und keiner da oben im Cäsi-Blut. Du Dreckser, du Faschist. Spatenstich, hört ist der Spaten. Haben Sie da keine Gewissensbisse mit dieser Bauaktion? Also Sie wollen jetzt wahrscheinlich die Sicherheit ansprechen, nicht? Unter anderem, ja. Hören Sie, wir schauen auf die Sicherheit unserer Flüchtlinge. Ja? Also glauben Sie und die Frauen, die Kinder, kriegen das selbstverständlich ein Schutzmaterial zur Verfügung gestellt gegen einen Unkostenbeitrag. Ja, das ist ja noch schlimmer, wenn Sie da Kinder einstellen. Na, hören Sie, die kriegen natürlich Handschuhe. Bei uns muss keiner ohne Handschuhe arbeiten. Ja? Also Sicherheit wird bei uns groß geschrieben und ich muss leider jetzt wieder zu meinen Investoren. So, meine Herren.
Yes. Kann man bitte weitermachen? Das ist eine Atomkraftwerk. Erzeugt so viel Strom wie 5 kalorische Kraftwerke. So, ne? Das, wenn wirklich ein Problem ist, dass die Kinder schnell laufen können. Das ist doch mit den Children, ist never a problem. Das für die. Da wird Exportpepper, da vergiss das, Hilflinger! Ja, was hat sie überhaupt da bei den Arschlöcher? Jetzt bitte bleib sag. Nichts bleib ich sag, das sind Investoren, Herr Horvath! Gleichzeitig mit dem Chill! Was hat der DJ Bobo, du Pimpel? Wird dich gleich aufgewacht, nicht Herr Horvath, das ist alles ausgemacht, bitte verlassen Sie das Grundstück, bitte! Ich verlass, du verlässt und du verlässt auch den Pepper! Du ja, ich würde gerne die Grundstelle! Das ist eine Proletensprache, bitte! Da wird nichts Export, verstehst du mich? Das ist die Natur! Du kommst fertig, nichts schlecht! Jetzt du wirst du! Du bist der Schass im Wald, da geht's um Millionen, ja? Und selbst wenn du der verbrunztes Nest verseucht wird, es interessiert keine Sau. Und das werde ich heute Abend alles live im Fernsehen verkünden. Du kannst scheißen gehen. Gott, was bist du hier für? Schau! Ey, ich sag du! Was soll das? Du bist ein Wichser! Atomenergie in Österreich. Ist das möglich? In einer Gemeinde nahe der Hauptstadt beginnt im Herbst der Bau eines Atomkraftwerkes. Aber ist dies alles korrekt? Wir befragen dazu heute den Herrn zu meiner Linken, Johann Hirflinger, seines Zeichens Bürgermeister der besagten Gemeinde und Schirmherr des Atomprojektes. Guten Abend, Herr Hirflinger. Na, danke für die Einladung. Sie sitzen ja eher rechts von Ihnen, seine Betrachtungsweise. Nein, ich muss schon sagen, es gibt in jedem System gibt's ein Schlupfloch, nicht, das es zu finden gibt. Wir haben so ein Schlupfloch gefunden. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es in unserer schönen österreichischen Heimat endlich einen vernünftigen Strom geben wird. Und ich bin dann schon sehr stolz, dass unsere Gemeinde da eine Vorzeigegemeinde ist, weil wir schaffen Arbeitsplätze. Ja? Also wir schaffen Arbeitsplätze. Und lassen Sie mich bitte ausreden. Wir schaffen Arbeitsplätze, die andere Städte, wie halt unsere Bundeshauptstadt Wien, nicht zu bieten hat. Ja, weil, bitte Sie, in Wien, was gibt es da? Nee, gibt es verschiedene andere Menschen, aber sicher keine Arbeitsplätze. Herr Horvath, sehen Sie sich Sprachrohr des Volkes? Ja, klar bin ich verantwortlich für die Ganze. Da können auch ohne mich gar nichts tun. Wo will ich der Nachbar? Das Einzige, was der gesagt hat, ist ein kleines Interview, so ein Volltrottel. Da wird sich auch das erstellen, wer die wirkliche Meinung hat. Ja? Ich fahr der Tür und reise einmal gepflegt an meinen Scheller, oder? Den Volltrottel. Ich kann das von früher, war Schulsprecher lang. Eine Woche. Da hab ich mich rausgehört. Wer die einen am Häusl, aber das gehört da jetzt nicht her. Aber ich fahr dort jetzt hin, weil lass mir nichts gefallen mit der Cevara oder wie er geheißen hat. Was sagen denn jetzt die Einwohner Ihrer Gemeinde zu diesem Projekt? Die sind natürlich sehr stolz und freuen sich schon sehr auf unser wunderschönes Atomkraftwerk, das schöne Gebäude. Klar, klarerweise gibt es immer wieder Querulanten, wie man weiß, gut Menschen, ne, die alles schlecht reden. Aber die sind natürlich in der Minderheit. Geht schon, steig doch gleich aus. Scheiß Rotzen, die Klamotten, die können uns verarschen. Stichwort Super-GAU. Was fällt Ihnen dazu spontan ein? Arbeitsplätze. Mhm. Also wenn Sie mich so konkret fragen, dazu fällt mir ein, Arbeitsplätze, also Menschen, die was brauchen, die eine Arbeit brauchen, verstehen Sie, also das können wir bieten und dazu steht auch ein Politiker, ein volksnaher Politiker, so wie ich es bin, dass ich Arbeitsplätze schaffe. Ja, da warte ich jetzt auf den. Herr Scheißer, was wollt ihr denn? Warte, ruhig bei den Punkten. Die Gefahren so eines Super-GAUs, die sind mit Arbeitsplätzen ja nicht unbedingt aufzuwiegen. Jetzt bitte, also mit Ihren, ich bitte Sie, Ihre links-linken Ideen und Fantasien, die können Sie in Kommunen verbreiten. Aber reden Sie nicht alles schlecht, bitte. Es geht um Arbeitsplätze. Jeder braucht Arbeitsplätze und jeder freut sich über Arbeitsplätze. Das muss ich Ihnen schon mit aller Klarheit und Deutlichkeit sagen. Herr Horvath, was haben Sie jetzt vor? Was? Wenn der Prophet nicht auf den Berg ist, dann geht der Berg auf den Propheten. Oder ist interessiert mich nicht, dass der da Lusche ist, der dazu. Ja, grüß Gott. Wo ist der Depperte? Der Depperte, was? Hirflinger, Studio, passt, schon muss schalten. Ja, klar, alles geht. Sie können da jetzt nicht einfach ins Studio stürmen. Was kann ich nicht?
Ich kann alles, verstehst? Und jeder Mensch, der hier bei der Tür reinkommt, wird mir die Hand dafür reichen, dass ich Arbeitsplätze in meiner Gemeinde schaffe. Herr Hübinger, du Drecksatz, geh mal raus! Hallo, hallo, hallo. Was ist für ein Seher, das ist der bei seinem Verbrecher? Hallo, 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 was ist mit in einer Live-Sendung? Du bist der Kniederschäder, geh mal raus! Hallo, hallo. Drecksatz, ja, der Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist der Herr Horwatz. Entschuldigung, wir sind hier live auf Sendung. Wir treffen uns draußen. Ich glaube, wir werden die Sendung kurz unterbrechen. Wir melden uns nach einer kleinen Werbepause wieder. Herzlich willkommen zurück zu einer sehr turbulenten Sendung. Neben mir auf der Couch habe ich jetzt den Herrn Anton Horwitz sitzen, ein sehr besorgter Bürger, der, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht ganz einverstanden ist mit den Plänen des Herrn Hirflingers. Ich habe Sorge für mich. Was ist, wenn ich einen Enkel kriege? Kann man ja, der kann nicht was bauen, der arme Grosche. Schau, hör einmal zu, ja. Weil für die Strahlung, das ist ja alles nicht erlaubt. Der geht da rein, geht da mit den Planeten. Vergiss mich. Wovon sprechen Sie, Herr Horwitz? Was meinen Sie? Leider auch Verbot im Studio. Der Planeten, der geht da unter die Haut. Da glaubst du, ich kann das schmähen. Geht da unter die Haut rein, kommt da, sein Jog, der alles. Vergiss mich. Herr Hirflinger, was sagen Sie zu den Ängsten des Herrn Horwitz? Dieser Mensch ist ja nicht ernst zu nehmen. Ich meine, dieses Individuum, meine Herren, benehmen Sie sich. Okay, ich glaube, wir müssen diese Sendung an dieser Stelle beenden. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht. Das ist der Horwitz.